Ja, herzlich willkommen zu einer Gründungsveranstaltung. Wir haben das jetzt mal scherzhaft mehr oder weniger die NATO-Gesprächsrunde genannt. So eine Art Think Tank ohne Tank. Sitzen jetzt hier zusammen und wollen in dieser doch schlimmen Situation, die sich immer mehr ausbreitet und die eine Groteske mittlerweile geworden ist, über das Thema im weitesten Sinne Russland, NATO, Deutschland uns unterhalten. Und der Vorschlag, der kam, war, dass jeder sich mit einem kurzen Eingangsstatement vorstellt und wie er dieses Thema selber aus seiner Perspektive angehen würde. Und fangen wir mit dem mittlerweile, glaube ich, ehemaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Dieter Dehm an, den wir als gesetzte Größe betrachten. Also wir sind hier alle nicht aus dem rechten Lager, das kann man dazu sagen. Ja, dann, also Dieter Dehm. Gesetzte Größe ist ja fast schon eine Beleidigung. Also ich kämpfe seit meinem 16., 15., 16. Lebensjahr gegen die NATO. Damals gegen den Vietnamkrieg und gegen die Wiederaufrüstung. Mein Vater war auch Ostermarschierer. Was mir auffällt, ist, dass sie jetzt grünlich-rosa gefärbt ist. Das heißt, dieser softe Terrorismus Platz genommen hat, wo vorher ein sehr aggressiver Ton war. Also wir wurden da noch zusammengeprügelt, wenn wir gegen den NATO-Krieg waren. In meiner Jugend als Studierender, als SDS, als Schülerbewegung mit berittener Polizei niedergeritten. Heute wirst du mit Shitstorms hingerichtet. Und das ist soft, aber es wirkt sich auf die Magenschleimhaut aus. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, die darunter auch gesundheitliche Schäden davongetragen haben. Und natürlich kannst du auch mal erschossen werden. Und wenn du in Saudi-Arabien bist, kannst du auch gekreuzigt werden, als Kind oder als Frau gesteinigt werden. Also die NATO hat da auch andere Möglichkeiten parat. Aber durch Baerbock und Joschka Fischer hat man jetzt gelernt, im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus, gegen Auschwitz, Serbien zu bombardieren, Belgrad zu bombardieren, die Serben in dieselben Luftschutzkeller zu bombardieren, in die sie schon sich verkriechen mussten unter Hitlers Luftwaffe. Und das alles mit einem rosa-grünlichen Anstrich, das ist eine Meisterleistung. Also hier sitzt jemand, der seinen Hut tief zieht vor den Medien und ideologischen Maßnahmen der NATO. Dann gehe ich vielleicht auf Willem Dobke-Schulz über, ein Kollege, Dokumentarfilmer, aber auch Medienwissenschaftler und Ossi. Er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, was ich empfehlen kann, Werners Reise. Also sozusagen so eine Roadmovie, kann man sagen, in Literaturform, wie der DDR-Bürger auf den Untergang seines Staates reagiert hat. Also mit Verwunderung, also mit. Ist wirklich eine schöne Groteske eigentlich, die du da geschrieben hast. Und vielleicht ist das auch ja der Fokus, unter dem du diese ganze Sache betrachtest. Naja, also ich denke, meine Betrachtungsweise ist eigentlich mehr so eine von außen, weil ich bin in dieser BRD nicht geboren, nicht aufgewachsen. Das Das ist meinte ich weder damit. meine Ideologie, die hier in eine Tat umgesetzt wird, noch meine historische Herkunft. Also ich bin ja humanistisch geprägt und wie ich empfinde, einen wahrhaften Antifaschismus geprägt. Also davon ist ja hier nicht viel zu merken in dieser westlich geprägten Bundesrepublik, auch nicht in ihrer Außen- und in ihrer Innenpolitik. Insofern sehe ich das alles mehr so in der Betrachtung von jemandem, der dazugestoßen ist und mehr von außen. Und dadurch, dass ja zum Beispiel Medienwissenschaft oder Medienanalyse, wie ich sie betreibe, ja immer mit Gesellschaftsanalyse gekoppelt ist, weil Medien ja immer Ausdruck sind des Gesellschaftszustandes und mittlerweile ja auch eine treibende Kraft werden in der Politik, in der Gesellschaftsentwicklung und so weiter. Da kann ich nur sagen, also mein lieber Scholli, was wir uns da eingefangen haben, ich glaube, es war der größte Fehler Ostdeutschlands, sich diesem Staat anzuschließen. Aber na schön, ich meine, nun ist es so gekommen. Vielleicht ist das Kind ja noch nicht so ganz in den Brunnen gefallen, deswegen sitzen wir ja vielleicht auch hier. Also, dass man vielleicht in so einer Gesprächsrunde auch mehr auf die wesentlichen Kern der Problematik kommt, womit wir es hier zu tun haben. Also vom Gesellschaftscharakter, von der geopolitischen Situation. Also,
und vielleicht auch dann mal über so eine Sachen redet, wie sich der Westen immer so gerne darstellt, Frieden, Freiheit, Menschenrechte und so weiter, Demokratie, also was sich hinter diesen Sprechblasen eigentlich an Inhalt verbirgt und welche Rolle dabei die NATO spielt, um eben so eine Frieden und Menschenrechte in die Welt zu tragen, die dann merkwürdigerweise immer völlig zerstörte, plattgemachte Staaten, zerbrochene Staaten und wirtschaftlich ruinierte Staaten hinterlässt. Das ist denn so das Exportmodell, das Westliche für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, also Konkurrenz beseitigen und Staaten zerstören. Und als ausführendes Organ denn die NATO, wer noch nicht verstanden hat, weiß ich auch nicht, warum nicht. Aber vielleicht kommen wir der Sache ja näher. Also das wäre so mein Anliegen, also sowohl bei den Filmen, die ich mache, als auch bei der Gesellschafts- und Medienforschung. Also die Regel für das hier soll sein, anything goes. Das, der Unterschied, dass man tatsächlich beim Reden denken und beim Denken reden kann, dass es nicht auf die Goldwaage gelegt werden muss. Es gibt keine Cancel Culture hier. Abweichende Stellungnahmen sind erwünscht. Ja. Insofern auf das auf jeden Fall. Hermann Plopper, also Historiker, sage ich jetzt mal. Ich kenne verschiedene Bücher von dir, die ich als historisch relevant bezeichnen würde. Wie ist dein Blick auf diese jetzige Situation mit USA, Deutschland, Russland und die NATO? Ja, ich danke erstmal ganz herzlich dem Sergej, den man ja jetzt nicht sieht, der da die Initiative reingesetzt hat. Und dir, lieber Dirk, ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns jetzt schleunigst in einem gewissen Intelligenzknoten zusammentun, dass wir Kompetenzen bündeln, weil die andere Seite ist gut aufgestellt. Durch steuerflüchtige Stiftungsmodelle haben die ganze Szene, die Wissenschaftsszene, die Politikszene, die Wirtschaftsszene penetriert mit ihrer transatlantischen Agenda. Deutschland und Russland waren in ihrer Beziehungsgeschichte die meiste Zeit eng verbunden, auch in der Weimarer Republik. Es gibt einige ganz heftige Episoden, in denen es dann zu ganz fürchterlichen Eruptionen kam, und das darf sich nicht wiederholen. Wenn man jetzt sieht, was gerade wieder in der Zeit ist, in der Wochenzeitung, die Zeit, nicht? Dieses Qualitätsblatt, da ist gerade ein Aufruf von 73 Ostexperten, so nennen sie sich, die also auffordern, nach Worten jetzt Taten folgen zu lassen. Die Situation ist eng für uns, wir müssen uns ganz schön zusammenreißen, um hier was zustande zu bringen und uns nicht lange mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Es ist so, dass im Jahre 2023 die neuen Marschflugkörper wahrscheinlich fertig sind. Die werden dann einsatzbereit sein. Das sind dann also auf jeden Fall eine Bombe, in einer Überschallrakete dann tatsächlich Moskau erreichen kann. Bis jetzt waren in Büchel Atombomben einer sehr alten Generation versammelt. Das Ganze erfährt gerade einen Relaunch. Wir haben ein Zeitfenster bis maximal 2024. Ab dann wird die USA in der Lage sein, mit mobilen, beweglichen Marschflugkörpern die neue Atombombengeneration loszuschicken und tatsächlich Moskau zu erreichen. Das war bis jetzt mit den Panavia-Tornado-Flugzeugen nicht möglich. Und innerhalb dieses Zeitfensters müssen wir jetzt ganz schön die Arschbacken zusammenkneifen und versuchen, das Schlimmste zu verhindern, weil Gestalten wie Andreas Umbach, die also massiv daran arbeiten, da ein Intermarium-Kriegsbündnis zu schaffen, müssen wir jetzt mal ganz massiv auf die Finger gucken und ganz massiv jetzt selber hier Intelligenz bündeln. Und die andere Seite hat Milliarden, steuerflüchtige Milliarden in Stiftungen und kann die ganze Szene hier durchdringen. Wir haben nur unsere moralische Kraft, aber vielleicht kann man das damit auch irgendwo ein bisschen ausgleichen. Damit will ich es erstmal bewenden lassen und freue mich auf die Diskussion. Stelle ich mich selbst gerade nochmal mit, ich habe das gleiche Thema, was du, Hermann, gerade angesprochen hast, und zwar die neue Nachrüstung, die ja quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, die Einheit, die Pershing II
in Europa unter sich hatte, die 56. Artilleriebrigade in Mainz-Kastell, die abgeschafft wurde, nachdem der INF-Vertrag unterschrieben wurde, also die erstmalig gelungene Abschaffung eines kompletten Waffensystems, also einer Waffengattung, nämlich der Mittelstreckenraketen, die Reagan und Gorbatschow vereinbart hatten. 1991 ist diese Einheit aufgelöst worden und sie ist jetzt wieder neu installiert worden. Und das läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt keine Diskussion darüber, es wird nicht darüber geredet, dass die Amerikaner, es sind die Amerikaner, diese Waffen aufstellen können. Es sind hochmobile Einheiten, das heißt, sie werden nicht in Mainz-Kastell mit Abschussrampen aufgestellt, sondern das sind mit großen LKWs Einheiten, die durch Europa gefahren werden können. Es sind Hyperschallwaffen, es sind also nicht Marschflugkörper. Die Rakete selber hat Mach 5, der Sprengkopf, also der Gleitkörper, der dann losgeschickt wird, Mach 21. Das heißt, es gibt keine Abwehr dagegen. Die Chinesen und die Russen haben ja diese Art von Hyperschallwaffen, sind eigentlich führend da drin. Die Amerikaner ziehen jetzt hinterher. Aber das ist eine brandgefährliche Situation. Und anders als in den 80er Jahren, wo ja die größte Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik stattgefunden hat, im Bonner Hofgarten, um die Nachrüstung zu verhindern, die Helmut Schmidt ohne Not eigenständig losgetreten hatte, noch nicht mal auf Forderung der Amerikaner, sondern er hatte das getan, um zu zeigen, dass er ein treuer Atlantiker ist. Dieselbe Situation wieder, nur diesmal dadurch, dass wir auch eine Mediensituation haben, die eigentlich sozusagen komplett unter Kontrolle steht. Man kann sagen, dass unsere Medien, sowohl die Zeitung als auch die öffentlich-rechtlichen, nichts anderes sind als sozusagen ein Anhang der Pressestelle der NATO. Und die NATO wiederum ist nur ein Anhang der amerikanischen imperialen Außenpolitik. Wir sind also in einer Situation, die es so noch nicht gegeben hat. Und das Einzige, was wir haben, sind wir selber, also Samizdat, sich untereinander unterhalten und zu versuchen, über das Internet, wo die Zensur mit eiserner Faust durchgesetzt wird, gegen anzugehen. Das ist das, was wir versuchen werden, und Gedanken auszutauschen dazu, das heißt Ideen zu transportieren. Wir gehen davon aus, dass wir sofort bearbeitet werden in dem Moment, wo wir das anfangen. Das ist ja Kennzeichen des sogenannten Freien Westens, seit es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Aber Julian Assange kann man sagen, wenn wir reden, sozusagen, wenn man sagen Menschenrechte, kann man sagen Guantanamo. Wenn man sagen Pressefreiheit, sagen wir Assange. Und das Ganze wird zunehmend in diese Richtung unterwegs sein, dass unsere Möglichkeiten, auch nur die Stimme zu erheben, eingeschränkt werden. Jetzt ist Uwe Schattauer dabei. Herzlich willkommen, Uwe. Du bist jetzt sozusagen für uns, du bist in Russland deutlich bekannter als hier in Deutschland. Du bist der zornige Deutsche, bist dort schon im Fernsehen aufgetreten. Bei uns bist du nur im Fernsehen bisher verwurstet worden, also als Angehöriger der Aluhut-Verschwörungstheoretiker-Fraktion, wie wir alle eigentlich hier. Und du bist mit einer Russin verheiratet jetzt. Du hast einen sehr familiären Bezug, kann man sagen, eine Freundschaft, man kann auch sagen, eine Liebe zu Russland. Und als DDR-Bürger, ein ehemaliger DDR-Bürger, einen ähnlich anderen Blick auf die Situation wie Wilhelm Domke-Schulz. Der Rest von uns sind ja Wessis hier, wenn wir darüber reden. Das ist also auch interessant. Wir müssten eigentlich diese 89er-Zeit nochmal hochziehen. Also Uwe Schattauer, dein Statement zu der jetzigen Situation. Erstmal danke für die Einladung. Hallo lieber Dirk Pohlmann, hallo lieber Dieter Dehm, hallo lieber Hermann Plopper. Schön, dass ich in der Runde sein kann, und ich grüße auch Sergej Filbert, der auch in der Nähe zu sein scheint. Die Idee, die ihr da auf den Tisch gelegt habt, finde ich grundsätzlich erstmal sehr gut. Wir sind ja gewöhnt, alle Dinge zu untersuchen. Jede Joghurtkultur hat einen Untersuchungsausschuss, ob da genmanipulierte Dinge drin sind oder nicht. Aber warum hat eigentlich zum Beispiel so eine mächtige Instanz wie die NATO, warum gibt es da keinen Untersuchungsausschuss, der mal auf die Finger dieses Bündnisses, Militärbündnisses schaut, was es all die Jahrzehnte geschafft hat, nicht geschafft hat, welche Ziele es angeblich verfolgt, welche es doch eigentlich heimlich dann am Ende doch verfolgt. Sprich, es wird Zeit, da mal ein Auge drauf zu werfen und quasi wie ein Inspektor in der Akte der NATO seit ihrer Gründung zu wühlen, zu schauen hinter die Kulissen, was ist alles passiert in den Jahrzehnten, die es dieses Militärbündnis ja damals als Pendant zum Warschauer Vertrag gegründet, wurde immer so gesagt. Und deswegen freue ich mich, dass ich dabei sein kann.
DDR-Bürger, hast du schon gesagt, dadurch natürlich eine Affinität zu Russland von der Schule an. Wir hatten Russisch im Unterricht, das war Standard. Viele haben es gehasst. Ich habe Glück, dass ich irgendwie so ein bisschen Sprachtalent habe und mir Russisch immer sehr leicht fiel. Und dadurch eben die Ängste von, gegenüber dem bösen Russen, den man ja im Westen nur immer hinter dem eisernen Vorhang mittels medialer Propaganda kennengelernt hat, hatte. Und wir waren da, wir haben Russen in den Kasernen gehabt, da waren ja viele stationiert von den Russen in der DDR. Und deswegen war es so, alltäglich ist man irgendwo russischen Soldaten auf einem LKW sind sie langgefahren und sind sie über die Stadt marschiert auf einem Truppenübungsplatz, haben sie gewunken, im Schwimmbad, weiß ich noch, waren die immer, das war immer spannend, wenn wir da als Kinder in unserem Schwimmbad waren, in Pasewalk, Nordost-Stettiner Ecke, ein schönes Freibad hatten wir da und da war auch eine große Kaserne mit Russen direkt da. Da ist ja ganz viel Infanterie stationiert gewesen. Und die kamen dann immer so in Kompanien zum Baden. Das muss das Highlight für die gewesen sein, weil die haben sonst unterirdisch gehaust, muss man mal sagen. Die russischen Kasernen kannst du nicht vergleichen mit, ich war ja noch bei der NVA, letzter Jahrgang, mit den Russen zusammen in der Nachbarkompanie in Stralsund als Küstenwache an der polnischen Grenze quasi, damit wir den kapitalistischen Divergenten in Form einer Möwe erspähen konnten. Und das war alles eine spannende Geschichte und da haben wir ja Russen auch immer kennengelernt und die haben sich gefreut, deswegen auch nochmal jetzt, sie sind genauso Menschen wie wir, denn bei 30 Grad möchte jeder Mensch eine Abkühlung genießen und er springt mit Anlauf in ein Schwimmbecken. So auch die Russen, falls es da draußen keiner glaubt. Auch Russen nehmen bei 30 Grad Anlauf und springen mit Freude ins kühle Nass. Das haben wir bei den Soldaten gesehen. Die haben dann immer ganz krasse Sachen gemacht. Saldos, Handstand und auf den mit drei Mann zugleich. Und die haben immer gestaunt und gedacht, die sind ja cool. Die waren, das fiel uns damals schon auf, ganz ehrlich, Dirk. Du warst ja mit mir in Russland 2017. Die Russen sind so ein bisschen verrückter. Die Russen machen einen Salto mehr. Die Russen stellen drei Mann auf die Schulter. Die Deutschen nur zwei. Also ich will sagen, die sind so ein bisschen waghalsiger, verrückter, durchgeknallter im positiven Sinne. Mutiger, emotionaler sind sie auch. Und deswegen mag ich die einfach. Ich mag die. Kurz entschuldigt, wahrscheinlich denkt ihr, was hat das mit der NATO zu tun? Ich möchte nur ein kurzes Intro-Statement geben, warum ich keine Angst vor den Russen habe. Jetzt auch eine russische Tatarin, also aus Tatarstan, Kasan, dritte Hauptstadt von Russland, meine Frau kennengelernt auf der 2018 Vladivostok-Moskau-Reise. 38 Städte kennengelernt, wer es noch nicht weiß. In 38 Städten gewesen, quer durch Russland, Grozny, da waren wir, Dirk, Grozny, Stalingrad, deutscher Soldatenfriedhof. Und warum man sich dann engagiert mit einem Druzhba-Verein, mit Druzhba-Friedenstat, ist doch logisch, wenn man auf Friedhöfen war, Soldatenfriedhöfen und auch unsereins in der DDR, Ausbildung, Bildung in der Schule, waren wir natürlich im Konzentrationslager Buchenwald. Und dann sieht man da die schrecklichen Taten mit 14 Jahren. Das war eine Pflichtveranstaltung, Buchenwald, Konzentrationslager dort in der Ecke, weil wir da nicht so weit entfernt wohnten. Und das war eine Klassenfahrt. Und dann ist man eigentlich, finde ich, als empathischer Mensch mit viel Liebe groß geworden, schockiert. Also das sind so schockierende Verbrechen, die man in so einem Konzentrationslager mit 14 sieht. Dann haben wir noch in der DDR immer die sowjetischen Filme gesehen vom großen Vaterländischen Krieg. Da die Dokumentation, wie viele Leute gestorben, das lief ewig im DDR-Fernsehen. Aber bei mir hat es zumindest das bewirkt, dass ich als Mensch einfach nur dachte, es darf nie wieder Krieg geben. Es darf nie wieder Krieg geben. Ich war sogar immer so ängstlich, wenn die dann mal zum Nachtschießen gefahren sind, bei uns durch Pasewalk, hinten raus in den Wald, die Panzer nachts vorbeirollten, habe ich Angst gekriegt und bin zu meinen Eltern im Schlafzimmer und ich dachte, es ist Krieg. Und Mama, Papa, ist jetzt Krieg? Und die dann, nein, ist nicht. Weil mich das so mitgenommen hat, dass irgendwie Kriegsfilme vom Vaterländischen Krieg und dann auf einmal draußen rollen die Panzer lang. Da dachten wir, jetzt geht der Dritte Weltkrieg los. Ihr habt es ja auch erlebt, ich bin ja nun mal 69er Jahrgang, dann gab es kurz vor dem Mauerfall, dann gab es die Pershing 2 Sachen, DDR-Schule, Fahnenappell, SS-20, Pershing 2, nie wieder Krieg, alle Jungpioniere, alle FDJler, das war halt so. Wir wollen keinen Krieg. Das ist so eine ganz tiefe Verwurzelung auch in der sozialistisch-kommunistischen Schulerziehung. Bei uns hing nicht Coca-Cola, Haribo und weiß ich was an den Autobahnbrücken oder McDonald's. Bei uns hing an jeder Autobahnbrücke, auch wenn es uns irgendwann aus dem Ohren rauskeult, für Frieden und Sozialismus stand fast an jeder zweiten Autobahnbrücke, der schon mal in der DDR war damals. Für Frieden und Sozialismus und natürlich daneben Marx, Engels, Lenin.
und für Frieden und Sozialismus. Aber wie soll ich es euch sagen, wenn man das Wort Frieden, Sozialismus sollte natürlich da mitkommen, es ist Propaganda, aber Frieden oft zu lesen, finde ich nicht verkehrt. Weißt du, was ihr davon haltet da draußen? Frieden an jeder Litfaßsäule als ein Wort zu lesen, glaube ich, wirkt nicht schlecht als Manipulation, die sich ins Unterbewusstsein einschleicht. Frieden und Sozialismus. Die wollten natürlich auch den Sozialismus. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich lese hier nicht für Frieden und Kapitalismus. Ich lese hier nicht für Frieden und NATO an jeder Autobahnbrücke. Das Wort Frieden sehe ich sehr selten, dass es irgendwo aufleuchtet, medial oder im Straßenbild. Nur mal so als kleiner Einwand, jetzt aber zurück zu diesem Thema heute. Ich begrüße diesen Untersuchungsausschuss sehr, gerade jetzt in dieser aktuellen Situation wieder. Heute habt ihr auch gelesen, oder heute früh Schlagzeile im Fokus natürlich, dass die Amerikaner jetzt noch ein extra Truppen an die russischen Grenzen schicken. Noch ein extra Truppenkontingent zusätzlich zu denen, die sie in Alarmbereitschaft gesetzt haben. Russland war immer Russland, jetzt nach 1990. Die Grenzen haben sich nicht verschoben. Und die NATO, das wissen wir alle, habt ihr bestimmt auch schon formuliert, Gorbatschow damals, Abmachung, leider nur mündlich, keine NATO-Osterweiterung. Die NATO rückt immer dichter Richtung Russland und behauptet, der russische Bär greift die Jäger des Bären, die immer dichter an die Höhle des Bären rücken. Wird behauptet, der Bär fletscht die Zähne, dabei rücken ja die Jäger, die den Bären erlegen wollen, das Herzland, auf den Pelz, auf den russischen. Und dann ist doch klar, dass der Bär mal seine riesigen Reißzähne zeigen muss, um zu sagen, Leute, kein Stück näher, hier ist mein Territorium, hier sind meine Kinder, meine Familie, hier ist mein Bärenterritorium. Und was macht unsere Hetz-Medienpresse, Dirk? Ich bin ja kurz hier reingeschlittert. Du hast ja schon als eine Ursache das Sprachrohr der NATO. Ist ja der Mainstream, der Deutsche. Es ist doch Wahnsinn. Wir haben eine Kriegshetzerpresse. Anders kann ich es nicht mehr vergleichen. Das ist Kriegshetze. Es wird förmlich herbeigeredet. Matthias Bröckers hat es in seiner letzten, dem Podcast habe ich heute gehört, heute früh, letzten Podcast noch mal gesagt, es wird förmlich herbeigeredet, ein Krieg, als ob man ihn ersehnt. Wann geht's denn endlich los? Und das ist doch so erschreckend, dass es allerhöchste Zeit ist, einen NATO-Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen. Und ich danke euch, dass ihr euch dafür zur Verfügung stellt. Wir sind sicherlich nicht sehr beliebt in diesem Moment, wo man so etwas anstrebt. Und dazu gehört wieder mal ein bisschen Mut, Courage, Rückgrat. Und da freue ich mich, mit euch hier zu sein. Vielen Dank. Danke, Uwe. Und auch für dich. Also alles ist erlaubt, wenn es klug ist und irgendwie weiterführt. Welche Perspektive, von wo sie kommt, ist relativ egal. Und das, was du gesagt hast, ist eine gute Ergänzung, weil sie diesen menschlichen Aspekt dabei hat, der ja mal Kennzeichen der Forderung des Westens war, nämlich Reisefreiheit. Also was alle DDR-Bürger vermisst haben, war die Möglichkeit zu reisen. Und das wurde als Wesenselement des Westens gesehen, dass man sich die Sachen selber angucken kann. Und es gibt keine größere friedensstiftende Maßnahme als die Länder, die man bombardieren könnte, stattdessen zu bereisen und dort Freunde zu bekommen. Dann erfährt man, dass die Idee mit dem Bombenwerfen vielleicht nicht so die klügste ist, die man dazu haben kann. Das haben wir 2017 in Russland gemacht, haben uns das angeguckt. Und ich habe damals mit großem Erstaunen festgestellt, das ist das, was ich eigentlich eine der wesentlichen Sachen, die ich mitgenommen habe. Du erinnerst dich bei den Jugendlichen, als wir in diesem Sommercamp waren und du auf der Bühne standest, ne? Also Uwe Schattauer, Rapper, Rampensau, das hast du genossen, sozusagen damit zu den Jugendlichen zu sprechen. Und du hast gesagt, liebt ihr Russland? Und die Jugendlichen schreien ja. Und dann sagst du, liebt ihr Deutschland? Und die Jugendlichen schreien ja. Das wäre bei uns in einem Gymnasium nicht möglich gewesen. Die hätten sofort überlegt, was sie dazu zu sagen haben. Und dann hast du gesagt, und dann werden wir doch auch Frieden haben. Und die haben gejubelt. Daran konntest du sehen, dass das, was bei uns an Propaganda eingezogen war, das heißt, die Russen erstmal grundsätzlich als irgendwie gefährlich zu betrachten, dort gar nicht war. Also bei uns wird immer behauptet, dass es dort eine sozusagen eine mediale Offensive
also dass Russland quasi unter der Knute des Putinschen Gedankenmodells lebt und keine Möglichkeiten der Opposition hat. Was wir erlebt haben, war, und das kann ich auch immer weiter sagen, also das heißt für das, was ich jetzt weiß, dass wahrscheinlich die Vielfalt in den Medien und die Möglichkeit, sich dissident auszudrücken, sogar größer ist als bei uns. Dort gibt es viel mehr Möglichkeit, das zu tun. Und du siehst auch, dass diese, was du beschrieben hast, also die grundsätzliche Neigung, das als friedlich zu betrachten, doch wahrscheinlich ausgeprägter ist als bei uns. Also meine Frage wäre jetzt, was ist eigentlich hier los? Was ist passiert, dass wir, die wir geredet haben, der Unterschied zum Osten ist Meinungsfreiheit, ist sozusagen die ganzen bürgerlichen Freiheiten aufgezählt, Reisefreiheit, dass man selber Geschäfte aufmachen kann, dass man in der Lage ist, herumzufahren und sich die Welt anzugucken und nicht kontrolliert wird, dass es keine äußere Kontrolle gibt. Wir müssen mittlerweile, das ist anders. Ich habe gesagt, wir kämpfen in YouTube. Also die Frage an euch, wer immer antworten will, was ist da eigentlich schiefgegangen bei uns? Bei uns meinst du jetzt den Westen oder den Osten? Ja, ich meine, ein bisschen unterschiedlich. Das ist Ote Overt beschrieben. Er war ja selber einer von denen, die demonstriert haben 1989, um quasi den Staat zu reformieren. Dort ist auch etwas. Aber sag das aus deiner Perspektive. Darf ich hier frei reden? Naja, ich finde das alles schon irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig. Also weil wenn man diese hat es ja vorhin schon angedeutet, ne? Also diese Menschenrechte, Freiheit, Demokratie und so weiter. Wenn man dahinter guckt, was das eigentlich als Wortbedeutung hat, was man eigentlich darunter versteht, was da suggeriert wird und wie die Tatsachen aussehen, wie die Realität aussieht. Ja, das fängt mit Demokratie an. Wir haben so ein elitengesteuertes System hier in der Bundesrepublik Deutschland, was im Prinzip ja schon dadurch gekennzeichnet ist, dass die Eliten sich ja in den letzten 100 Jahren ja kaum verändert haben. Also die Eigentums- und Machteliten, die sind ja im Prinzip ja fast noch die gleichen wie vorher. Das ist ja der Fehler, der in der Bundesrepublik Deutschland gemacht wurde nach 1945. Wenn man ein System ändern will, wenn man es abschaffen will, wenn man es reformieren oder ein neues System aufbauen will, gilt für alle Gesellschaftssysteme immer, man muss die Machteliten wechseln und die Eigentumsverhältnisse ändern. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland nicht passiert. Die gleichen 9 Millionen NSDAP-Angehörigen, die vorher ihrem Hitler zugejubelt haben, die waren dann in allen Ministerien, in allen wirtschaftlichen Führungsebenen, in den Medien vertreten und überall. Und das ist ja so die Sache, die eben in der DDR völlig anders gemacht wurde und weswegen da auch nicht drüber gesprochen wird. Also weswegen man dieses Thema DDR mal völlig unterbuttert und da reden wir nicht drüber, war alles Kommunismus und Diktatur. Weil da fand der Elitentausch statt und der Eigentumswechsel. Und da hat sich das Wirtschaftssystem völlig ins Gegenteil verkehrt. Also dass man gesagt hat, die Wirtschaftskraft darf nie wieder dazu dienen, dass es mal zu Kriegen kommt, dass es zu Faschismus kommt. So 1990 wurde alles wieder rückgetauscht. Also da wurde die DDR-Elite abgeschafft und die Westdeutsche wieder eingeführt. Und auch wieder die westdeutschen Besitzverhältnisse hergestellt. Und das führt zu dem Problem, was wir heute haben. Also, dass im Prinzip so eine Restauration stattgefunden hat und eine Marktbereinigung. Also auch, was das an linken Zeitungen, an linken teilweise Parteien, Verlagen und so weiter Publikationen gehabt, die sind ja zum großen Teil nach 1990 dann auch verschwunden, also auch im Westen. Weil man ja quasi die Grundlagen dazu beseitigt hat. Das ist ja teilweise in der DDR gedruckt worden, auch finanziell unterstützt worden und so weiter. Also die DDR hat ja auch die linke Szene in Westdeutschland unterstützt. Das ist ja alles weggebrochen. Und dadurch haben wir jetzt auch diese Einheitsideologie, dass im Prinzip die privaten Massenmedien ja zu, wissen wir, über 95% in der Hand von 5, 6 westdeutschen Familien liegen, die auch im Dritten Reich nicht gerade für Widerstand bekannt waren, sondern eher im Gegenteil. Ne? Also die Braunhemden trugen da ihre Armbinden und von Arisierung profitiert haben. Und diese Familien bestimmen heute die öffentliche Meinung nach wie vor. Und das ist das Problem. Und das hat natürlich dann auch alles mit der NATO zu tun. Ne? Also dass man sagt, wenn diese Familien das öffentliche Bewusstsein, die öffentliche Meinung bestimmen, dann ist das schon so ein Ansatzpunkt, wo man sagt, da muss auch Veränderung stattfinden. Dann ist das schiefgelaufen mit den Eigentumsverhältnissen. Dann müssen die geändert werden. Also wenn die in solchen Händen liegen.
Weil die Aufgabe der Medien ist ja eine ganz andere in dieser sogenannten Demokratie, dass sie kritisch sein sollen. Und das ist genau nicht der Fall. Und das hängt wieder mit den Eigentumsverhältnissen zusammen. Ja. Ich würde mal sagen, Obel will gleich antworten. Also Obel, lieber Wilhelm, ich habe dich jetzt gehört. Ich sehe dich die ganze Zeit nicht. Ich habe nur Dirk auf dem Sofa und den Dieter. Die sitzen da nebeneinander. Jetzt höre ich, dass Wilhelm Domke Schulz auch da ist. Ich sehe ihn die ganze Zeit nicht. Ja, mich schon gewundert. Danke, da war quasi Hallo. Jetzt sehe ich dich. Ja, also weil ich vorhin dich gar nicht begrüßt habe. Jetzt sehe ich dich das erste Mal. Die Regie hat da irgendwie eben, du warst eben so ein Phantombild, gar nicht zu sehen. Wunderbar. Also auch nochmal Hallo und danke, dass du da bist, Wilhelm. Deswegen jetzt weiter. Wollte ich nur kurz sagen, ich habe dich gar nicht gesehen. Nee, ich würde Hermann Plopper, den hätte ich auch gleich angesprochen, aber wenn du direkt, es ist übrigens hier freie Rede. Ich bin nicht Moderator und Chef des Ganzen. Also solange das funktioniert, werde ich mich zurückhalten. Ihr könnt einfach reden, wenn jemand was sagt. Ich passe höchstens auf, dass nicht drei zur gleichen Zeit reden dann. Also, Hermann. Ja, also erstmal möchte ich dieses pessimistische Bild ein bisschen relativieren. Also die Umfragen ergeben ja immer wieder, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung eine neutrale Politik möchten und dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung immer wieder auch möchten, dass wir die Vorteile von Sozialismus und Kapitalismus kombinieren zu einer menschenwürdigen Kombination. So, und das wird verhindert. Wer verhindert das? Also ich habe mich ja lange damit beschäftigt, wieso ist da so eine Diskrepanz zwischen der real ausgeführten Politik und dem, was die Menschen eigentlich wünschen. Ich habe mich dann 2014 rangesetzt und habe das Buch hier geschrieben, Die Macher hinter den Kulissen, wie transatlantische Netzwerke heimlich die Demokratie unterwandern. Es ist eben so, dass da hat auch damals Frau Beate Lindemann, langjährige Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, gesagt, man kann mehr erreichen, wenn man nicht in der Öffentlichkeit arbeitet. Hat sie in der Berliner Zeitung 2003 geschrieben. Das heißt, es ist eben diese Ausübung von hinten her, diese Pressure Groups. Da gibt es eben als Mutter aller Pressure Groups das Council on Foreign Relations in den USA, was seit 1921 versucht, die angloamerikanische Dominanz für alle Zeiten festzuklopfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann zwei Ausgründungen oder Filiationen in Deutschland, die Atlantikbrücke und die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und das alles war uns lange Zeit, bis 2014 eigentlich, relativ unbekannt. Und dann gibt es eben diese informellen Treffen wie World Economic Forum oder Trilateral Commission oder Bilderberg. Und aber die konkrete Kernarbeit vor Ort, also diejenigen, die hier sozusagen Frau Baerbock jetzt soufflieren, das sind halt diese Thinktanks, da ist die Stiftung Wissenschaft und Politik zu nennen und eben Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, die im internationalen Bereich German Council on Foreign Relations heißt. Das heißt, für alle Nicht-Deutschen ist klar, dass das die Filiale des Council on Foreign Relations ist. Und da hat im Laufe der letzten 70 Jahre eine Ausgründung nach der anderen stattgefunden. German Marshall Fund of the US, ganz wichtig für die, auch für den Ostblock, für die Eliten, auch in der Ukraine und so weiter, ganz zentral. Wohlgemerkt, Willy Brandt, dieser angebliche Friedensstifter, hat im Jahr 1972 200 Millionen D-Mark Steuergelder als Startkapital geschenkt, diesem German Marshall Fund of the US. Und seitdem ist das also Metastasen und Tochter-Tochter-Metastasen. Und wenn man jetzt auch dieses Geflecht von den Unterzeichnern bei diesem Zeit diesem Aufruf von 73 Ostexperten in der Zeit betrachtet, da sieht man dann, was alles sich noch gebildet hat. German-Ukrainian School of Governance, also die drillen dann die Ukrainer auf US-amerikanische Führungskunst oder der deutsch-ukrainische Kulturverein oder was haben wir noch? Natürlich das Zentrum Liberale Moderne, eine Ostgründung aus der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist ja unfasslich. Ich war auch von 83 bis 87 bei den Grünen. Da waren auch die Männer mit langen Bärten und Latzhosen und haben gestrickt und war Friedensbewegung, war auch echt. Petra Kelly bekanntlich und Gerd Bastian wollten gerade eine
internationale Vernetzung der Friedensinitiativen auf den Weg bringen. Gerd Bastian als Vier-Sterne-General und Kenntnis des Innenlebens in der NATO-Zentrale. Und rein zufällig sind die dann ja verstorben durch einen Selbstmord. Und ja, dann wurde es immer mehr aufgekauft. Und heute ist das halt mit Ralf Füchs und Marie-Louise Beck und solchen schrecklichen Gestalten wie Rebecca Harms oder Volker Beck eine ganz entsetzliche und widerwärtige Kriegshetzergruppe, denen es gar nicht schnell genug gehen kann. Und in der jetzigen Hampel-Koalition, würde ich mal sagen, ist Olaf Scholz immer noch so ein bisschen derjenige, der dann zwar gegen Russland brüllt, aber in Wirklichkeit immer noch informelle Kanäle nach Moskau oder nach Peking unterhält, während die neue Sprechpuppe im Außenministerium halt, ja, man hat es gesehen, sie kann nur vom Blatt ablesen, sie liest das ab, was die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik oder die Stiftung Wissenschaft und Politik und der German Marshall Fund ihr in den Mund legt. Sie ist gar nicht in der Lage, selber einen Satz zu sagen. So eine Peinlichkeit hatten wir noch nie. Und es scheint auch gar nicht mehr darauf anzukommen, wer da jetzt den Außenminister mimt. Es sind eben auch diese ganz aggressiven Dinge, auch die Gleichschaltung der Presse. Ich habe hier ein ganz widerwärtiges Ding in der Hand, das Handelsblatt. Das Handelsblatt habe ich eigentlich immer noch geschätzt als Zeitung, die zwar eine ekelhafte Weltanschauung hat, aber wenigstens noch eine eigene Recherche macht, die auch viel Geld kostet. Jetzt ist das zu einem Ideologieinstrument geworden, eine widerwärtige Fotomontage mit Putin und hier die Weltkugel und was steht da? Weltrisiko Putin. Also ich glaube, es ist ein Gottesgeschenk, dass wir seit 20 Jahren diesen Mann aus dem Geheimdienstmilieu haben, der in der Lage ist, nicht über den Haufen geschossen zu werden vom nächstbesten Regime-Change-Theater. Und wir sehen auf der Rückseite einen anderen sehr beliebten Herrn, Klaus Schwab. Und ja, dasselbe Motiv, gleichzeitig Manager-Magazin in sämtlichen, ist überall Putin auf der Vorderseite und wird halt da dargestellt als Despot. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Putin ist genau wie Franklin Delano Roosevelt jemand, der gar nicht so viel Macht hat, aber der es immer hinkriegt, die verschiedenen Machtgruppen, die Oligarchengruppen so weit zu bespaßen, dass sie mit ihm zusammen am Gemeinwohl arbeiten, dann doch so halbwegs. Und dass diesen fundamentalen Aspekt, den sieht man hier im Westen relativ wenig. Oder ja, auf der Straße sieht man dann auch, also an der Person, an der Verteufelung von Putin, da gelingt es dann, das eigentlich nicht vorhandene Ressentiment gegen Russland irgendwo herzustellen, weil die Deutschen nach wie vor wollen Nord Stream 2, sie wollen den Frieden mit Russland, sie wollen eine neutrale, freundschaftliche Politik und sie wissen ganz genau, auch der Mittelstand weiß ganz genau, außerhalb der Verbände, die auch ein Überbleibsel aus einer Nazi-Diktatur sind, wissen die Mittelständler ganz genau, gibt ja auch die Gruppe Ostexperte, wissen ganz genau, dass unsere Zukunft nur in Eurasien liegen kann und nicht 8000 Kilometer weiter über den großen Teich nach USA in einen Failed State namens USA, der gerade sich in mehrere Teile zerlegt. Wenn ich den Dieter Dehn dazu gerade mal fragen kann, ich habe von englischen Bekannten, bekomme ich ab und zu Analysen, die sagen, aber ihr in Deutschland, die Politik ist doch da ganz anders eigentlich. Die ist doch gar nicht so sehr auf NATO-Linie. Ihr seid die Bremser da drin, vielleicht zusammen mit Frankreich und Italien, die zumindest sehen, dass dieses Hinterherlaufen hinter der NATO, also US-amerikanischen NATO-Linie, sage ich mal, gar nicht so positiv ist. Stimmt das? Ist das so, dass wenn man, also als den Bundestagsabgeordneten, ist das so, dass es da eine geostrategische Interessensdiskussion gibt, wo man sagt, was sind eigentlich unsere Interessen als Land in Mitteleuropa, als zentralen Staat mit neuen Nachbarn, wo wir mit den Leuten auskommen müssen? Also gibt es eine Außensicht und eine Innensicht im Bundestag darauf? Ich will den Optimismus des Vorredners mal aufgreifen. Wir hatten
Wir haben immer wieder die Umfragen, Nord Stream 2, übrigens auch Sputnik V, Zulassung, große Mehrheiten dafür. Und ich halte ja viel von Willy Brandt, auch als Friedenskanzler. Er hat ja eine sensationelle Wahl gewonnen für die SPD mit, ich glaube, 47%. Das hat die SPD vorher nicht und nachher nicht. Nicht, nein, nie wieder. Und dann hatte Walter Scheel ja auch noch mal ordentlich für die FDP abgeräumt. Also es war eine satte Mehrheit. Die ist in der Bevölkerung immer noch nicht weg. Und wenn man das mal nimmt, in den 40er Jahren gab es in den USA eine Umfrage zu Sozialismus. Da war eine deutliche Mehrheit für Sozialismus. Einen waren etwas neutraler, zwei Gruppen waren das, die dafür waren, sagte aber, kann man gut mit leben. Und die anderen waren aktiv dafür. Und für Roosevelt war Josef Stalin Uncle Joe, my brother Joe. Dann wurde ein großer Fleischwolf aufgestellt, der hieß McCarthy. Und es wurden die Leute, die das multipliziert haben. Charlie Chaplin wurde ausgebürgert. Wenn man schon mal von Ausbürgerung redet, darf man diese Ausbürgerung auch erwähnen. Hans Eisler wurde unterstützt von diversen Intellektuellen, auch Stravinsky, ganz viele Musiker, die auch hinter ihm gestanden haben, haben ihn unterstützt. Musste dann auch raus und wurde auch vor dem Ausschuss für unamerikanische Betätigung gezerrt. Bertolt Brecht saß da. Verhört übrigens von Richard Nixon, unter anderem, der war einer von den drei. Und dann am Ende war diese Mehrheit nicht mehr da. Und sie wurde gewendet in eine antikommunistisch aggressive Mehrheit. Heute haben wir das und jetzt wird mit diesen Thinktanks und Gruppen, die hier aufgezählt wurden, die genannt, die sozusagen in der Reserve arbeiten. Ich empfehle in dem Zusammenhang auch Francis Saunders, wer die Zeche zahlt, wie Anfang der 50er Jahre schon die Geheimdienste gegen linke Künstler interveniert haben und versucht haben, auch linke Kunst im ästhetischen Zentrum durch Dreiecke zu zeichnen. Peter Sodann macht immer den Witz, dann liefen die rum und sagten, kannst du ein Dreieck zeichnen? Und dann sagte der Maler, ja. Und dann sagt er, kannst du auch zwei Dreiecke zeichnen, dann bist du unser Mann, wirst du hochbezahlt. Und stattdessen gab es ja Bilder von Arbeiterinnen und Arbeitern, die gezeigt wurden. Und das war ja nicht mehr schicklich, sollte nicht mehr schicklich sein. Also das kann ich empfehlen als Lektüre. Ich kann auch empfehlen Erich Schmidt-Ehenbohm. Mehrere Bücher, aber vor allen Dingen das Einwirken des Bundesnachrichtendienstes, also des aggressivsten deutschen Geheimdienstes, dagegen ist der Verfassungsschutz ein lahmes Schaf, gemeinsam mit dem Mossad, gemeinsam mit dem CIA einzuwirken auf die Medien. Also wie zum Beispiel die große Chefredakteurin der Zeit, Marion Dönhoff, zum gewöhnlichen IM für den Hitleristen Gehlen wurde. Das wird genau beschrieben, das musste nie geschwärzt werden. Das ist heute noch in dem Buch enthalten, obwohl die sich natürlich prozessual dagegen gewehrt hat. Ist ja nicht mit durchgekommen. Also die Einwirkung des BND auf die Medien ist bei Erich Schmidt-Ehenbohm sehr gut dargestellt. Deswegen kommt jetzt diese wieder aufgelegte Marotte mit der Conspiracy Theory, also Verschwörungstheorie, auf. Damit das gesunde Misstrauen der Menschen in diesem Land gegen die Oberen, in den Medien, Chefetagen, in der Regierung, diskriminiert wird, nach dem Motto, ihr schwurbelt, nach dem Motto, ihr verbreitet Verschwörungstheorie. Denn wer eure gute Herrschaft anzweifelt, muss doch ein Verschwörungstheoretiker sein. Als ob der Krieg gegen Polen, der mit dem Sender Kleiwitz begonnen hat, der Medienverschwörung, der Krieg gegen den Irak, der begonnen hat mit dem
mit der Lüge, mit der Medienverschwörung. Saddam Hussein hätte Giftgas. Und Atomwaffen wollte er bauen. Und Atomwaffen wollte er bauen, hätte Giftgas im irakischen Sand verbuddeln. Dann rückten die Amerikaner rein, brachten irgendwie ein paar hunderttausend Kinder um, wühlten dann in dem Sand. Und was fanden sie? Nur ihr nordamerikanisches Öl. Das musste natürlich heim ins Reich zu Shell und BP wieder in die Hand der westlichen Ölkonzerne gebracht werden. Sagt man, wie kommt denn unser gutes amerikanisches Öl hier in den irakischen Sand? Das haben sie bei der Gelegenheit als Zufallsfund noch zutage gefördert. Also es sind alle diese Kriege mit Verschwörungen begonnen worden und deswegen müssen jetzt Verschwörungen, also das Reden über Verschwörungen muss in der Verbot gestellt werden. Wer über Verschwörungen redet, ist ein Verschwörungstheoretiker, ist ein Schwurbler, ob das in der Corona-Frage ist, ob das in der Kriegsfrage ist oder in vielen anderen Fragen. Und alles, was der Vorredner hier aufgezählt hat, würde mit einer Handbewegung weggewischt werden. Alles, was der erzählt hier so Gruppen auf und das ist doch alles Verschwörungstheorie. Also das Wichtige ist, dass wir jetzt die Bösgläubigkeit der Untertanen in Deutschland stärken. Und denen sagen, es ist noch viel schlimmer, als ihr eigentlich glaubt. Es ist nicht weniger schlimm, sondern es sind noch viel mehr Kriege, noch viel mehr Aufrüstung, noch viel mehr Menschenrechtsverbrechen in Saudi-Arabien, in Katar und sonst wie zugedeckt worden von medialen Verschwörungen. Wer also einen solchen NATO-Untersuchungsausschuss, das ist ja ein mächtiges Wort, kriegt man ja ein bisschen Schlotter in die Knie, wenn man so einen Auftrag da bekommt. Aber wer etwas solches einrichten möchte, muss sich vor allen Dingen dem Einfluss der Geheimdienste auf die Medien zuwenden und sich nicht beirren lassen von dem Wort Schwurbeln oder Verschwörungstheorie, sondern das bewusst in Kauf nehmen, dass man damit überzogen wird, aggressiv angegangen wird. Und dann erkennt man auch, also jeder Dritte, der einen angreift, weil man die NATO kritisiert, ist an der Nadel der Geheimdienste. Ob er das direkt weiß, dass sein Führungsoffizier beim Bundesnachrichtendienst ist oder ob er über Bande gespielt wird, über drei oder vier Ecken und da die Information nach dem Motto, wenn du gegen Sarah Wagenknecht schreibst im Spiegel, kriegst du von uns die abgehörten Telefonate früher, die Oskar Lafontaine geführt hat oder wer auch immer geführt hat, zugeliefert. Das ist unser Deal. Lass uns machen den Deal. Du kriegst ein paar Informationen, die dich vor deinen anderen journalistischen Kollegen auszeichnen. Du kriegst abgehörte Telefonate. Wir sagen natürlich dir nicht, dass das abgehörte Telefonate sind. Man hat gehört, Herr Lafontaine hat jetzt mit Herrn Mélenchon telefoniert in Frankreich und sie wollen vielleicht gemeinsam irgendwas machen. Und diese Information kriegst du. Wir wissen es natürlich aus abgehörten Telefonaten. Die dürfen wir offiziell nicht abhören. Wenn du das haben willst, schreib bitte was gegen die Gattin von Oskar Lafontaine. Die heißt bekanntlich Sarah Wagenknecht und gehört zu den 6 beliebtesten Politikern. Die müssen wir kaputt kriegen. Da musst du uns beihelfen. Das ist der Deal. Und daran kann man diese Vögel erkennen. Darf ich noch einmal fragen? Ich würde gerne dann zum Wilhelm kommen. Einmal noch mal fragen, ist es so, gibt es im Bundestag, wenn die in der Kantine reden oder wenn sie am Kaffeeautomaten reden, ist das anders als das, was öffentlich geredet wird? Ist das kritischer? Das ist, naja, es ist anders. Sagen wir mal so, du kannst ja nicht, ich bin jetzt 16 Jahre im Bundestag gewesen, war ein Jahr für die SPD im Bundestag. Da kennst du Leute. Es ist nicht so, dass du da immer mit dem aufgepflanzten Bajonett durch die Bierkneipe läufst und sagst, da ist der politische Gegner, wo kann ich ihn aufspießen? Irgendwann bist du auch partout mit dem. Dann ist das nicht fraternisieren. Aber dann hörst du natürlich, dass in der SPD manche Leute sagen, ob der Lauterbach nicht besser in eine geschlossene Anstalt gehört als in ein Ministerium, wissen wir nicht genau. Dass in der CDU manche Leute sagen, wir wollen den scharfen Russlandkurs nicht in meinem Wahlkreis. Wollen die Wählerinnen und Wähler Frieden mit Russland, Freundschaft mit Russland sogar, guten Handel mit Russland. Dann hört man das eher mal das Gras wachsen. Aber das wird da natürlich in offiziellen Reden etwas glatt gebügelt. Nur ich glaube nicht, dass das jetzt sagen wir mal Mache ist, sondern das ergibt sich mit der Zeit natürlich mit einem Vertrauensverhältnis. Ich habe auch mit
CDU-Leuten, ja, ich gebe sogar zu, mit AfD-Leuten schon mal freundschaftlich geredet und mich dreimal umgeguckt, ob irgendeiner meiner Schaffmacherinnen mit Sternchen hinter mir vorbeilaufen und das vielleicht sehen. Also ich fand die Rede von dem Gauland zum Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion, der Wehrmacht auf die Sowjetunion, grandios. Das habe ich ihm auch gesagt. Weil er hat den Hitler-Stalin-Pakt angepackt. Ein heißes Thema. Ein super heißes Thema. Und hat eine Auslegung dafür gebracht, bei der es zwei Drittel in seiner AfD-Fraktion den Magen umgedreht hat. Denn die Pro-Russen in der AfD sind auf dem Rückzug. Mhm. Die sind nicht auf dem Vormarsch. Da treten Leute teilweise aus, weil die antirussische Front in der AfD, so viel sage ich auch mal, in Richtung unserer russendeutschen oder deutsch-russischen Freundschaftsgemeinde, die sind auf dem Rückzug. Und wenn dann der Gauland so eine Rede hält über den, das ist mutig gewesen. Und wenn ich das nicht sagen darf, bin ich kein Mensch. Dann bin ich auch kein Mensch mit gutem Geschmack. Ich habe das erlebt und ich finde vieles vom Gauland schrecklich. Ich kenne ihn noch aus der CDU-Zeit in Frankfurt, wo er wirklich ein Neoliberaler war. Wallmanns Büro geleitet hat und so. Aber er war nie unanständig. Und diese Rede war anständig. Wenn ich das nicht mehr sagen darf, das ist natürlich, das sagt man dann jemand, alle Achtung für Ihre Rede, habe ich ihm so gesagt. Und das wird natürlich nicht in der Zeitung geschrieben. Das will man auch nicht, dass es in der Zeitung geschrieben wird. Weil dann gäbe es sofort in der eigenen Partei natürlich wieder ein inszeniertes Aufbegehren von irgendwelchen auch wieder grüner als die grünen gestrickten Vögeln. Mir ist aufgefallen, wir haben jetzt argumentiert und was mir auffällt ist, dass Russland ähnlich behandelt wird und entlang der alten Logik der Sowjetunion. Also es wird sozusagen eine Kontinuität eigentlich dargestellt, die jetzt aus Sicht von Wilhelm Domke-Schulz ja eigentlich gar nicht mehr existieren könnte. Denn Russland ist ja auch ein kapitalistischer Staat. Wo ist denn jetzt eigentlich für die kapitalistische Welt das große Problem mit Russland? Also das ist doch, Putin redet von einem moderaten Konservatismus. Also das sind doch keine linken Thesen, die ich da höre. Es sind im Gegenteil in vieler Hinsicht konservativ andockbare Thesen. Also erläutere das mal aus der Sicht eines Marxisten. Bin ich Marxist? Ja, denke ich. Also würde ich mal sagen. Oder oh mein Gott, DDR, ich dachte immer, ich wäre Realist, aber gut. Okay. Ich wusste jetzt nicht. Der Marxismus befähigt zur größeren Pragmatik als jede Dogmatik. Na gut, dann wollen also, du weißt, worauf ich raus will. Dann wollen wir mal pragmatisch werden. Also, ja, na klar sind das zwei kapitalistische oder auch großkapitalistische Systeme. Also fragt man sich, was soll das ganze Theater? Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Also ich hatte es, glaube ich, schon mehrmals angedeutet, dass das westliche kapitalistische System ist ein expansives. Und das geht ja schon seit Jahrtausenden. Also der erste war Alexander der Große, der hat es ja fast bis Indien geschafft. Ja, da sind ja heute noch einige neidisch drauf und versuchen jetzt zur Schlacht von Stalingrad nochmal zu gewinnen, um dann irgendwann nach Baku und Indien zu kommen. Das ist immer auf Expansion ausgelegt. Ne? Und das Problem bei dieser ganzen Sache ist ja, dass seit Galileo bekannt ist, dass die Erde rund ist. Also irgendwann beißt sich das in den Hintern, wenn man immer expandiert. Ja. Die Produktion nach außen verlagert, die Arbeitskräfte nach außen verlagert, neue Rohstoffquellen erschließt, Zollschranken beseitigt. Das ist ja die Idee vom Globalismus. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als zur Zeit des Faschismus über die Wehrmacht versucht zu erreichen. Ja. Dass man sich bereichert an Rohstoffquellen, anderen Eigentümern wegnimmt, Zollschranken beseitigt, Maximalprofite erzielt, indem man sich dann noch die Bevölkerung als Lohnsklaven oder als Fremdarbeiter oder als KZ-Häftlinge holt, um diese bösen, schlimmen Lohnkosten, die da entstehen für Leute, die Arbeit verrichten, dass man die noch auf ein Minimum senkt. Also der Faschismus war ja für einen Großkapitalismus das Modell mit den höchsten Gewinnchancen. Also noch mehr ging eigentlich ja nicht. Und das versucht man jetzt eben mit Globalismus. Und das Problem ist, und um auf diesen Unterschied zu kommen, ist, dass der Wesensunterschied zu dem Kapitalismus, den wir in Russland haben und den wir ja auch teilweise in China haben, obwohl es da eine kommunistische Partei gibt, ist die Nationalstaatlichkeit. Das heißt, das ist das Gegenmodell, das kapitalistische Gegenmodell zum globalistischen Modell. Und das macht Russland zum Feind.
Also das war ja einer der ersten Amtshandlungen von Putin, dass er diesen vorbereiteten Vertrag nicht unterschrieben hat, wo die russischen Öl- und Gasvorkommen quasi den Amerikanern geschenkt werden sollten. Ne? Und dass er gesagt hat, so ähnlich wie Mossadegh, dem das ja auch den Genick gebrochen hat, Putin zum Glück nicht, dass er gesagt hat, das ist doch unser Öl, warum sollen wir nicht unser Land von haben? Das ist nationalstaatliches Denken. Ne? Und das ist der Hauptkampf, um den es eigentlich geht. Also dass das expansive System das Nationalstaatliche vernichten will, um sich selbst zu bereichern. Das ist der eigentliche Konflikt, von dem wir reden. Das hat weder was mit Demokratie noch mit Diktatur noch mit sonst irgendwas zu tun. Das ist ein Wirtschaftskrieg. Mhm. Ja? Und die NATO ist dann das ausführende Organ, um zu gewährleisten, dass das expansive System irgendwie die Oberhand gewinnt. Aber mittlerweile haben sich die Zeiten geändert und das ist eigentlich das Problem oder die Zeit, in der wir jetzt leben. Also Ende der 80er Jahre hat es ja noch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion geklappt, ne? Mit der afghanischen Falle, in die sie getappt sind. Bloß jetzt hat sich das Kräfteverhältnis völlig geändert. Die militärische Situation ist eine völlig andere. Also die russische Armee ist der NATO, denke ich, gewachsen. Dann kommt noch der militärische Faktor Chinas dazu. Also dieses Kräfteverhältnis ist ein völlig anderes. Deswegen hat sich der Ton ja auch geändert. Mhm. Vorher war man immer so zurückhaltend und hat sich jede Gemeinheit und jede kriminelle Handlung des Westens gefallen lassen von russischer Seite. Und jetzt ist aber eine Kraft da, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Und vor allen Dingen, weil wenn das ja so weitergeht, dann sind wir ja in einer Kriegsgefahr. Wenn diese Expansion immer weitergeht und man das am Ende noch versucht, militärisch zu lösen. Und deswegen hat sich eben, wie gesagt, dieser Ton geändert. Und jetzt muss man sehen, aus meiner Sicht, gerät die NATO da, obwohl sie mit Muskeln spielt und da ihre veralteten Panzer irgendwie an der Ostfront karrt, dass sie, glaube ich, auch erkannt hat, dass sie an ihre Grenzen gestoßen ist. Sowohl die NATO als auch Kreise, auch in den USA, woanders, die haben das erkannt, bloß verklickert das nun mal eine Bevölkerung, die eigentlich, wenn man die BRD sieht, seit 70 Jahren das Feindbild davor gehalten gekriegt hat, ja, der böse Russe, dass das eigentlich nicht mehr zukunftsträchtig ist. Also das heißt, ist das, was wir jetzt machen, an dem richtigen Zeitpunkt, also weil jetzt so ein Scheideweg ist. Also wir haben jetzt so einen Moment, das ist aus meiner Sicht eine epochale Entwicklung oder Situation. Also wir sind am Scheideweg. Mhm. Machen wir diese Theater weiter? Expandieren wir weiter? Sind wir weiter aggressiv? Schicken wir weiter die NATO vor? Das endet unweigerlich im Untergang. Wissen wir, vielleicht ist das ja auch nicht so schlimm, wenn diese menschliche Rasse sich selbst vernichtet. So viel glorreiche Tatze vielleicht noch nie verbracht mit ihrer NATO und mit ihrem Kapitalismus. Aber mal sehen. Oder wir hören mal damit auf. Und guck mal friedlich in die Zukunft. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Frieden, Freundschaftsvertrag mit Russland, Wirtschaftsabkommen, könnte ganz Europa nur profitieren. Na gut, die Amis sehen ein bisschen alt aus, aber ich meine, das haben sie sich ja auch redlich verdient. Oder? Redlich. Owe, da möchte ich fragen, wir haben ja im Auto viel darüber geredet, du bist sozusagen Protestler gewesen am Ende der DDR, du bist in Uniform bei den Montags-Demonstrationen mitgelaufen. Ich habe jetzt eine junge Frau kennengelernt aus Weißrussland, sehr klug, die aber unbedingt nach Deutschland will und die den Zustand in Weißrussland ganz schlimm findet. Du musst da ja auch was dagegen gehabt haben. Das heißt, was ist da eigentlich so attraktiv am Westen, wenn man das jetzt betrachtet, also rückblickend 30 Jahre, wenn man die ganzen Länder anguckt, die Liste haben wir ja gehabt, die in Failed States verwandelt wurden. Das übelste Beispiel ist Libyen, vom Land mit dem höchsten Lebensstandard in Afrika zu einem wirklich Shithole, wie Trump das genannt hat. Aber warum war das und so attraktiv und wie ist das zum Beispiel mit deiner Frau? Wie sieht die diese Situation, wenn ich die jetzt stellvertretend dich fragen darf. Ist nicht ganz fair, wenn ich dich jetzt zu deiner Frau befrage. Aber mich interessiert das, wie ist der Blick da drauf? Ist der Westen immer noch leuchtend, golden, attraktiv für diese Leute oder hat sich das geändert? Es ist, danke Dirk, jetzt, Hermann musste jetzt nochmal warten. Dirk hat mich jetzt angesprochen, aber danach bist du natürlich dran. Der Hermann hat sich gemeldet. Pass auf, ich sage immer so, das, was
unerreichbar scheint, weit weg ist und dann noch schön leuchtet wie die Sterne, das wünschen sich oft die Menschen. Und quasi Russland ist weit von Deutschland weg. Die Welt, Vladivostok, Russland, Novosibirsk, wo ich ja überall war, ist weit von Deutschland weg. Und natürlich gibt es diese Medien, wir hatten Westfernsehen in der DDR und dort hat man uns quasi natürlich bewusst, das war auch schon kalte Kriegsführung, bewusst die leuchtenden Sterne, die hat man uns Bedürfnisse, die wir eigentlich gar nicht hatten, vor die Nase gehalten. Bunte, schillernde Verpackungen, schöne Autos, das leuchtet wie die Sterne. Also für jemanden aus Russland, ganz weit weg, der noch nie im Westen war, genau wie für die afrikanischen Flüchtlinge, die das erste Mal in ihrem Smartphone sehen, sind natürlich unsere bunten, knalligen Werbespots. Das ist wie ein süßer Honig. Ich habe immer gesagt, das ist eine Honigfalle. Eine süße Honigfalle des Marketing, des Supermarketing. Gerade die Amerikaner sind ja die Erfinder des Marketing. Coca-Cola kennt jeder. Na, rate mal warum, weil sie es perfekt machen. Und das heißt, sie haben leuchtende Sterne von süßem Honig über die Medien um die Welt gestreut und die Menschen sind leider so, das ärgert mich auch, ich war auch so. Wir haben auch gesagt, ach, wenn ich mir mal so ein cooles, nicht ein Trabant, sondern dann mal wirklich ein Mercedes kaufen kann. Wenn ich mir auch mal so eine geile Jeans und nicht aus dem DDR, VEB Jeans und mal einen schönen, mein Vater einen schönen Kaffee, der duftet, wenn wir unseren Westbesuch hatten. Es ist menschlich, dass man natürlich irgendetwas Buntes, Schönes haben möchte. Und das ist die Sehnsucht der Leute in Russland, Weißrussland, die natürlich denken, ich vergleiche es immer mit Amerika damals. Also Kolumbus 1492 habe ich mir, weil ich Winterpause habe mit meiner Firma, vorgestern mal mit Gérard Depardieu angeguckt, 100 Jahre nicht gesehen, den Film Kolumbus. Und am Ende ist es nichts anderes als das, was wir heute haben. Die Leute hatten einen Traum, dass Amerika voller Gold ist und sie gingen dann übers Wasser. Na? Und dann haben sie aber nicht Gold gefunden. Und genauso gehen die Russen. Komm hierher, die Weißrussen wollen hierher. Ich wollte in den Westen. Am Anfang ist man geblendet. Sergej war bei uns kürzlich in der Sendung bei Bewegwas, hat auch seine Geschichte erzählt, als er als Russlanddeutscher hierher kam. Am Anfang, so ging es mir auch, als die Mauer auf war. Ich habe es nicht geglaubt, mein Großvater hat mir das immer erzählt und meine Oma, da gibt es sowas wie Baumärkte, heißt das. Da sind die Regale bis Meter hoch, da fahren die Gabelstapler durch, um die Massen an Waren zu transportieren. Das konnten wir uns in der DDR mit einem Baustoffhandel, Eingang 20 Meter, hässliche Pappkartons, 5 Nägel, 3 Schrauben, ein Hammer, konnten wir uns nicht vorstellen. Dann kam ich dahin und du bist am Anfang überwältigt. Ich glaube, das sind alle Flüchtlinge. Alle Leute, die jemals hier in den Goldenen Westen kommen, sind am Anfang total geblendet, wenn sie dieses sinnlose Übermaß an Konsum sehen, was wir in unseren Regalen liegen haben. 100 Joghurtsorten, wir hatten 2 in der DDR. Die eine war schlecht und die andere konnte man noch trinken. So, das heißt, das ist ein Wahnsinnskontrast. Und jetzt kommt's. Du siehst das alles, lieber Dirk, und dann kannst du es dir aber nicht kaufen. Dann kommt dieses... Die Bananen hängen ja nicht am Baum. Man muss ja erstmal Geld dafür haben, um das zu kaufen. Und dann bricht innerhalb von 1-2 Jahren, merkst du ganz schnell, du musst ja, um es zu haben, wie mit Mephisto Faust zu reden, du musst den Deal mit dem Hamsterrad machen. Mephisto zeigt dir ein Hamsterrad und sagt, du kannst dir all das kaufen, was du hier siehst. Du musst nur einen Kredit aufnehmen und ins Hamsterrad. Und dann sagen alle, yeah, ich will auch eine Kreditkarte und steig ins Hamsterrad. Und dann bist du aber da drin. Und wenn du da drin bist und dich verschuldet hast, kommst du nicht mehr raus. Und dann der Stress im Hamsterrad, merkte Sergej am Anfang, wenn man von klein anfängt, nicht mit dem goldenen Löffel geboren ist, dann merkst du, lieber Himmel, was ein Stress, dieses System, wie stressig das ist. Und bevor du ein bisschen was Schönes, Tolles, was deine Ziele, Träume, den süßen Honig ernten kannst, dass dich das auch stresst in diesem Kampfsystem, Kampf, jeder gegen jeden. Und dann, ja, fällt dieses Hurra, der Westen ist so schön Bild, auch bei meiner Frau. Meine Frau ist jetzt, weil du das fragst, ist 3 Jahre hier aus Tatarstan. Kasan, eine wunderschöne Stadt, total zivilisiert, wenn Leute da draußen sind, geht auf YouTube, gebt Kasan ein, ihr werdet wunderschöne Drohnen, gibt es ganz tolle Videos von dieser Stadt, traumhaft schöne Stadt, die drittschönste Stadt Russlands, Moskau, St. Petersburg und dann kommt Kasan und immer als dritte Hauptstadt, ihr seht, traumhaft, ich war ja zigmal dort,
Kaufhäuser, alles, die haben ja inzwischen alles. Aber sie sagt eben, sie hat ganz schnell erkannt, wenn ich immer zum Briefkasten laufe und in meinem und der Briefkasten ist jeden Tag mit irgendeiner Post voll, aber es sind keine lieben Postkarten, schreibt man ja heute nicht mehr. Es ist immer das Finanzamt und es sind immer irgendwelche Rechnungen. Also ich sage immer, keine Post, keine Rechnung hier im Westen. Keine Post, keine Rechnung. Sonst kommt nur der Staat, will Steuergelder, treibt, ich habe den höchsten Steuersatz, will von mir den höchsten Steuersatz. Das halbe Jahr arbeite ich für den Staat. Meine Knochen, Handwerk auf dem Boden, Spachtel mit meinen Jungs bei Wind und Wetter für den Staat, für Rüstungsausgaben, Waffenlieferungen, für diesen ganzen NATO-Schwachsinn zahle ich auch noch einen Teil meiner Steuern. Meine Frau hat also gesagt, tja, irgendwie ist auch ihre, wow, ich bin in Deutschland, es ist alles schön sauber, akkurat und wirklich, das brauchen wir doch gar nicht überreden, die Straßen, dass wir auch unheimlich viele Vorteile haben. Also ich will jetzt hier auch um Gottes Willen nicht alles schlecht machen, im Gegensatz zur DDR haben wir jetzt wirklich schöne Straßen im Osten sowieso und es gibt auch blühende Landschaften, allerdings nicht auf dem Arbeitsmarkt, das wird die DDR auch bestätigen, arbeitsmarkttechnisch keine blühenden Landschaften. Und das heißt, da ist viel Gutes auch passiert. Auch dieses System, das hat der Hermann vorhin richtig gesagt, Kapitalismus hat natürlich auch Vorteile. Wirtschaftlich, ökonomisch, kreative Leute, unternehmerischer Geist, dass das was Tolles ist, wissen wir. Aber die soziale Komponente ist gestorben. Sozialismus war am Ende nur sozial und keine Motivation für den Kreativen, für seinen Trabant, sich in die Bresche zu schlagen. Das fehlte. Ost-West wollten wir damals alles zusammen haben. Kurz, mein letzter Auszug jetzt, ein letzter Schachtelsatz vom Schackauer. Kolumbus habe ich gesehen, herrlich, Gérard de Mathieu, landet dort in Amerika, lernt diese Ureinwohner kennen in dem Film, geht nach Spanien zurück. Spanien ist der wilde Westen, ist der weiße Mann, der ja auch dann da nach Amerika, heute NATO-Hauptland, gegangen ist. Und sagt, ich habe in seinem Tagebuch schreibt er, also zumindest im Film, ich habe nur freundliche Menschen getroffen. Sie waren gastfreundlich, neugierig, unheimlich neugierig und nur gut zu uns. Bitte behandelt sie, hat er dann der Kaiserin gesagt, bitte behandelt sie nett. Und dann ist so eine Schlüsselszene in dem Film, da zeigt er Früchte, die Papageien, hat noch 3, 4 von den Indios dabei, wo dann die Herrschaften im spanischen Königshaus sitzen und die eine so, weil der wahrscheinlich riecht, der Eingeborene so weg, so die weiße Dame mit dem. Und dann tolle kleine Geschenke und so ganz kleine Goldstücke, die haben nicht viel gefunden, so einen kleinen Anhänger und so, das gucken die sich dann an und dann sagt der eine super Edelmann am Hof, ich habe schon besseres Edelmetall gesehen, schmeißt das auf den Boden und sagt zu Kolumbus, wie sieht's denn jetzt mit Gold aus? Und dann sehe ich den wilden Westen. Da sehe ich den Westen, da sehe ich unser System. Wie sieht's denn mit Öl in Russland aus? Wie sieht's denn mit Gas in Russland aus? Die Russen sind genauso gastfreundlich wie die Ureinwohner in Kolumbus. Es hat sich seit 1492 nichts geändert an der weißmännischen, westeuropäischen, weißen Großkotzkultur, Kolonialisierung Afrikas. Südamerika, Amerika ausbeuten, der weiße Mann kommt in die Welt, da ärgere ich mich, schäme mich manchmal auch, ein Weißer zu sein und denke, verdammt nochmal, wir wollen alles haben, Bier, was ist mit dem Gold in Amerika, mit dem russischen Öl, mit dem russischen Gas, will nur euch sagen, wir haben den technischen Fortschritt, der hat sich geändert, das hatten wir, das hatte Kolumbus nicht, Kolumbus hatte das nicht, ansonsten, wenn er nach Russland gefahren wäre, hätte er das Gleiche berichtet wie ich. Nämlich, dass es liebe, nette Leute seid und geht mit den Russen respektvoll um. Und wie hätte die NATO reagiert, das wisst ihr. Deswegen müssen wir das hier machen. Danke. Hermann, ich hatte gar nicht gesehen, dass du was sagen wolltest. Also wir sind am Ende auch der Sendung. Ist das Schlusswort bei dir? Dann was wolltest du? Du wolltest wahrscheinlich auf Werner, auf den Domke-Schulz-Kapitalismus-Aspekt eingehen. Genau. Also erstmal wollte ich sagen, Dirk, ich vermisse ein bisschen deinen enormen Fundus, denn du hast... Den hätte ich auch, an dem Nektar hätte ich auch noch gesogen gerne. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann zum, Wilhelm, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass er im Prinzip das Wesentliche an dem ganzen Knackpunkt genannt hat. Nämlich, der Westen ist marktradikal. Da ist mittlerweile die Wirtschaft über der Politik. Und Gemeinwohl ist mittlerweile etwas Anstößiges, etwas Obszönes, kann man schon sagen. Der Russland, das hat Putin, das ist eine große Leistung, er hat das Gemeinwohl wieder hervorgeholt, rehabilitiert nach diesen fürchterlichen Jahren von Wodka Jelzin. Und er hat dann tatsächlich auch den Primat der Politik wieder nach vorne gebracht. Und das unterscheidet sowohl Russland wie auch China
von der westlichen Unwertegemeinschaft. Beide betonen, auch bei aller kapitalistischen Freizügigkeit, der Staat hat das letzte Wort und der Staat als Repräsentant des Gemeinwohls und des allgemeinen Interesses. Und von daher, bin ich da relativ zuversichtlich, auch wenn China im Moment mit seinem Sozialpunktesystem, wenn wir das richtig verstanden haben, aber und mit seinen Uiguren-Problemen und so weiter, ist China trotzdem eine sehr dynamische, also man hat sozusagen die Dynamik des Westens, des Kapitalismus übernommen, besteht aber weiterhin darauf, dass die Entscheidungen, die Richtungsentscheidungen politisch sind. Und das ist in Russland und in China so. Und das macht die westliche Wertegemeinschaft so wütend. Weil es geht ja dahin, das Geld wird hier zum Fenster rausgeschmissen, der Staat wird entkernt, wird zerstört, der Nationalstaat wird zerschlagen und mit einer demokratisch nicht legitimierten Instanz wie der EU-Kommission eine Oberregierung geschaffen, die jedes Mal, wenn in Deutschland ein Politiker es wagt, soziale Maßnahmen durchzusetzen, sofort das von Brüssel kassiert wird. Und insgesamt als ganz große globalistische Zerstörung und Zerstörung auch der Kultur in Deutschland, das sehen wir jetzt in der Corona-Kampagne besonders heftig, das ist diese Virusangst, ist jetzt das Instrument. Man hat uns die Kultur gestohlen, man verbietet uns zu singen, man verbietet uns zu diskutieren in größeren Kreisen, man verbietet uns Kultur zu machen, weil man es nicht gebrauchen kann. Und da muss ich sagen, da liegt meine Hoffnung in Russland und in China, weil die bei aller Widersprüchlichkeit, bei aller Schwierigkeit auch, die sie haben. Also ich bin mal über Guangzhou angeflogen, hatte da so einen Zwischenstopp. Mir hat gedacht aus der Luft, um Gottes Willen, das ist ja entsetzlich. Aber ich denke, China ist dynamisch. Und China lernt sehr schnell. China ist mittlerweile fast der größte Umwelt, der größte Wiederaufforstungsexperte auf der Welt. Und hier steckt die Dynamik. Und wir in Deutschland müssen ganz energisch erstens darauf bestehen, dass wir ein Nationalstaat bleiben und wieder werden, dass wir das wieder herstellen, was hier ist. Und wir müssen unbedingt darauf bestehen, dass unsere wichtigsten Bezugspunkte in Eurasien sind. Das ist unser Hinterland, unser Milieu und nicht die USA. Die fällt jetzt sowieso auseinander. Ja, das wäre jetzt so. Also wie gesagt, ich bin Wilhelm sehr dankbar für das Statement, weil das ist genau der zentrale Knackpunkt, wo wir jetzt sind und warum jetzt sozusagen mit der NATO. Die NATO hat jetzt in einem Stiftung Wissenschaft Politik Papier wurde gesagt, die NATO hat sich jetzt auch gefälligst mit China auseinanderzusetzen. Was das heißt, können wir uns alle ausrechnen. Die Fregatte Bayern ist schon da. Herzlichen Glückwunsch. Wir wollen das nicht. Wir müssen deutlich machen, in unserem Namen ist diese Konfrontation nicht gewollt. Und das müssen wir an jeder Straßenecke deutlich machen. Herzlichen Dank, Herr Popper. Und ich denke, Dirk, ganz kurz, ich will da gerade, weil das Hermann zum Schluss sagt, ich bin jetzt unverschämt, grätsche rein, ihr Lieben. Hermann, weil du sagst, an jeder Ecke müssen wir das sagen. Wir haben einen Aufruf gestartet vor 3 Tagen mit Ken Jebsen, Rainer Rotfuß, einer der AfD-Politiker, die für gute russische Beziehungen noch da sind, mit dem wir ja Druzhba gegründet haben. Sergej war auch dabei. Wir haben einen Aufruf gestartet, Gesicht zeigen für Russland, für Frieden. Ihr seid alle herzlich eingeladen, wie ihr jetzt dort seht. Ich habe euch jetzt mal hier live. Kurze Videobotschaft. Wir haben eine Telegram-Gruppe. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse. Ken hat es gerade bei Apolut, also die haben es gerade bei Apolut hochgeladen, den Aufruf. Beteiligt euch gern, sagt es weiter. Kurzes Statement. Wir sammeln ganz viele Gesichter. Es ist reger Ansturm. Die Videos klattern rein. Wir bringen dann immer Blöcke raus. Also es läuft gut an. Könnt ihr auch kurz nochmal vielleicht eine Minute Statement oder wie ihr wollt, gerne dazu beisteuern. Das wollte ich nur kurz sagen. Danke. Okay. Ich möchte zum Schluss kommen und als deine letzte Bemerkung, Hermann, ist sehr, sehr zielführend dabei. Das heißt, wir werden Deutschland neu verorten müssen, die deutschen Interessen zwischen USA und Russland und China. Das ist, wir sind
eigentlich aufgerufen dazu, das neu zu machen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von dem ehemaligen Kommunikationschef der Deutschen Bank. Das muss man sich aber vorstellen, Stefan Baron. Das heißt Ami Go Home und es geht genau um dieses Thema. Es geht darum, dass wir die im gewissen Sinne aus dem Eigeninteresse, also das heißt aus der geopolitischen Lage, wo wir dazwischen, wir sind das Schlachtfeld für einen künftigen Krieg. Wir haben keinerlei Interesse daran. Es ist auf der einen Seite 8000 Kilometer weiter weg, ist dann sozusagen Nordamerika, weit weg von uns, die aber zumindest über die Medien einen großen Einfluss haben. Also das ist ja die Merkwürdigkeit, dass selbst die Wirtschaftsinteressen eigentlich nicht vorkommen in den Medien, sondern nur diese geopolitischen, propagandistischen Interessen. Also wir werden wahrscheinlich das nächste Mal das Thema NATO aufbohren in Richtung auch dieser chinesischen Dimension. Es gibt ja auch bei dem, was jetzt die, du hattest das erwähnt, diese Stellungnahme von den, sag ich mal, Transatlantikern. Es gab eine gegenteilige Stellungnahme, eine erstaunliche, von Naumann zum Beispiel, also von Militärs, die genau entgegengesetzt waren, die jetzt angesichts dieser Konfrontation sagen, sozusagen, Moment, mal ein bisschen langsam, das geht zu weit, was jetzt hier ist. Also das haben wir gehabt. Trotzdem hat sowohl der Admiral als auch der Konrad Kujat haben ja gesagt, der wahre Feind ist eigentlich, also das ist jetzt meinen Worten, das Problem, was wir haben mit China, ist gar nicht Russland. Das ist, wir sollten wahrscheinlich auch das besprechen, dass wahrscheinlich auch China nicht unser Problem ist. Und ich möchte nur mal, weil unsere Informationslage da so merkwürdig ist, zum Beispiel das Thema mit den Uiguren, also nur ein kleines Detail. Die Ein-Kind-Politik der Chinesen hat nie für die Minderheit der Uiguren in China gegolten. Die konnten Kinder kriegen, so viel sie wollten. Und das ist eine sehr merkwürdige Art, einen Genozid zu betreiben, der ihnen jetzt von der NATO vorgeworfen wird. Daran sieht man schon, dass hier einige Sachen nicht stimmen. Damit, wir haben eine gute Runde gehabt. Danke auch gerade, Ove, für dein sozusagen dieses, wie soll ich das sagen, Fußgänger, bodenständige, menschliche Element aus deinem eigenen Erleben. Wir haben also von Höhenflug bis sozusagen einer Botschaft aus dem Herzen gesprochen, alles gehabt. Wenn wir in diese Richtung weitermachen, denke ich auch, dass es interessant sein kann für die Zuschauer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.